Ja, man kommt morgens zum Park, die Sonne strahlt zwar, aber der Park ist meistens noch feucht. Da man in der Feuchtigkeit nicht fahren sollte mit dem Skateboard, da die Kugellager und das komplette Board eigentlich kaputt geht, nimmt man sich ein altes Board ohne Rollen, Kugellager, einfach mal ein altes Board, so wie hier vorne zum Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ja, das alte Board hier benutze ich halt für solche Situationen wie hier, wenn der Park nass ist oder noch gefroren, weil die Sonne braucht noch ein paar Stündchen, damit der Park hier trocken wird. Aber damit kannst du auf jeden Fall viel üben und auch etwas, ja, skaten sozusagen. Ich zeige euch mal ein paar Tricks mit diesem Board. Mit so einem Board kannst du deine Balance trainieren. Du kannst ja die Bewegung auf dem Skateboard gut trainieren und die Tricks zu ziehen kann man gut bewegen, wie ein Shove zum Beispiel, ein Ollie oder halt eine Drehung, was ich gerade eben gemacht habe. Jetzt versuche ich noch ein paar andere Tricks damit zu machen. Jetzt kommt eine Übung, die nenne ich Entenlauf. An den Schulen mache ich so Übungen und ja, das habe ich selber so erfunden, den Entenlauf. Aber das ist eine sehr gute Übung, um das Board besser zu kontrollieren und sicher auf dem Skateboard zu stehen. Diese Übungen sind für Anfänger, aber auch für Aufsteiger, aber mehr für Anfänger, damit die wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie sich so ein Board verhält, wie das Gefühl ist auf so ein Skateboard. Wenn du dich nicht traust, auf den Rollen erstmal auf ein Skateboard zu fahren, ist das die beste Möglichkeit, so dass du sicher den Tag überstehst. Ja, gestern war es nicht so nass wie heute. Man muss das Beste draus machen. Die Sonne ist da, die meisten denken, man kann rausgehen zum Skatepark fahren und einfach skaten, aber es ist nicht so in der Winterzeit. Es ist alles nass und gefroren. Und diese Übungen mit so einem Board kannst du auch zu Hause gerne machen, im Keller, im Garten. Überall kann man das machen eigentlich. Ja, diese Übungen sind für Aufsteiger und Anfänger. Einfach ein altes Brett nehmen und du kannst damit viele Sachen lernen. Egal, ob es ein Ollie ist, ein Kickflip. Man kann viele Tricks damit schaffen und auch lernen, wie man ihn später dann auch mit einem kompletten Board schaffen kann. Wie jetzt gerade der Kickflip, den kann man auch so machen und lernen. Vor allem die Pop-Bewegung kann man lernen und die Ziehbewegung kann man mit so einem Board lernen. Man kann natürlich auch andere Tricks damit machen, Varial Kickflip, 360 Flip, es geht eigentlich alles damit. Ja, wie ihr gesehen habt, den Drop reingemacht, aber da rutscht man noch nicht, so feucht und eingefroren ist es nicht. Aber du kannst zum Beispiel üben, wie du eben gesehen hast, einfach einen kleinen Drop reinzumachen und schon mal zu landen und dann auszulaufen. Man kann noch viel mehr machen, man muss einfach kreativ sein. Wenn du deinen Park vor dir hast, musst du einfach überlegen, was kann man machen. Man könnte auch hier runtersliden, nur das traue ich mich jetzt nicht. Man kann vieles,